Deshalb muss ich doch noch mal in den Stall fahren. Oh, ich mache mir wirklich gleich in die Hose. Das sind 5 cm 10, 15, 20, 25. Und mich lächelt einfach die ganze Zeit dieses Süßigkeitenfach an. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute machen wir einen Tag ein Video ohne Tom. Nein, so war das natürlich nicht gemeint. Tom fährt heute weg. Was? Ich bin noch da. Er ist gerade noch da, aber den restlichen Tag nicht mehr. Ich wollte ihn eigentlich jetzt wegbringen zum Bahnhof, aber er fährt lieber selber, wie er gesagt Damit hat. Damit du das Video aufnehmen kannst und weil ich noch meine alte Pizza esse. Mega, von gestern Abend. Ja, ich trinke dabei diesen Kakao. Was machst du ohne mich? Dir wird doch so langweilig sein. Du wirst es sehen. Du wirst es sehen, was Dir ich machen so werde. Dir wird so langweilig sein. Nee, mir wird garantiert nicht langweilig. Ja. Aber ich war ja heute Morgen schon ganz früh im Stall. Also, ich werde ein bisschen was anderes machen als nur Stall heute. Okay. Na dann, los geht's. Tom, wer fährt mit dir in Urlaub? Urlaub? Ja. Ich habe einen Auftrag. Ja, aber wer fährt da mit dir hin? Jamie. Und was ist mit Jamie? Wo ist er? Ja, auf den warten wir hier die ganze Zeit. Hey, ich bin gleich da, noch 200 Meter. Endlich hat er es geschafft. Jamie ist mit am Start. Wow. Wir haben auch schon einen arabischen Namen, weil wir fliegen jetzt nach Vereinigte Arabische Emirate. Haben wir uns jetzt genannt Jamie und Tom. Ah, sehr schön. Nennt ihr euch nicht schon die ganze Zeit so? Ja. Wir fliegen mit so einem Doppeldeckerflugzeug. Hat unten eine komplette Reihe und dann oben in der zweiten Etage noch eine komplette Reihe. Und wir sitzen oben. Ich bin sehr gespannt. Ich saß noch nie oben in einem Flugzeug. Immer nur Richtig unten. Cool. Danke fürs Fahren, Hella. Wir sind jetzt da. Kein Problem. Du hast dich ja selber gefahren, ne? Danke. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Vielen, vielen Dank. Dir auch. Langweilige dich nicht zu sehr? Nee. Das habe ich nicht vor. Wie wollt ihr das eigentlich alles mitnehmen, frage ich mich. Hier ist halt auch noch mal so eine richtige XXL-Tasche. Oh mein Gott, die ist riesig. Wir nehmen halt unser ganzes Kamera-Equipment mit. Und das ist halt ultra schwer und nimmt ultra viel Platz ein. Und ja, ist halt ein bisschen problematisch. Hier, er hat noch eine Waage mitgenommen, damit wir es wiegen können. Aber oh. Ich glaube, das lassen wir einfach. Okay. Der ist einfach riesig groß. Tschüss. Tschüss. Benimm dich. Yes. Endlich sturmfreie Bude. Tschüss. Tom hat die Nüsse vergessen. No. Tschüss. So, da gehen sie dahin. Habe ich nicht gerade noch gesagt, dass ich heute nicht in den Stall fahre? Ich war nämlich auch schon im Stall. Aber jetzt ist mir gerade eingefallen, dass ich ganz vergessen habe, das Wasser aufzufüllen. Deshalb muss ich doch nochmal in den Stall fahren und jetzt eben das Wasser auffüllen. Ich bin jetzt am Paddock angekommen und Gollum chillt hier komplett. Und jetzt schaue ich mal, wie viel Wasser hier noch drin ist. Yes, da ist nämlich fast gar nichts mehr drin. Und das muss ich, glaube ich, jetzt nochmal ein bisschen auffüllen. Jetzt frage ich mich hier gerade schon wieder, was haben die zwei mit der Heuraufe gemacht? Denn so viel Heu liegt einfach drumrum. Was soll das, Willow? Was ist los mit euch? Und Gollum hat sich mal wieder richtig schön eingesaut. So, jetzt muss ich mir hier erstmal den Schlauch holen. Aber irgendwie ist der andere Schlauch weg, den ich sonst immer benutze. Wo ist der? Wo ist der Schlauch hin? Vielleicht finde ich ihn ja noch. Ich bin gerade am Überlegen, ob das auch mit einem Schlauch reicht. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Das sieht doch ganz gut aus. Es passt. Es passt einfach. Ich werde jetzt aber dieses restliche Wasser hier noch einmal auskippen. Weil wir wollen ja, dass es immer schön sauber ist für die Pferdchen. Oh Leute, ich muss halt wirklich sagen, ich muss gerade richtig dringend auf Toilette. Ich glaube, dadurch, dass ich hier das Wasser auffülle, macht es die Situation echt nicht besser. Oh, ich mache mir wirklich gleich in die Hose. Ja, aber das Wasser ist jetzt fast aufgefüllt. Ich stelle den Schlauch kurz schnell aus und dann fahre ich ganz schnell los auf Klo. Oh Gott, ich muss so dringend. Boah Leute, ich war jetzt kurz auf Toilette bei den Eltern von Tom im Haus, weil es ging nicht mehr. Also ich musste so dringend. Ja, ich bin jetzt auf Klo gegangen. Und jetzt kann es weitergehen. Das Wasser ist jetzt aufgefüllt. Die Ponys haben wieder was zu trinken. Ich sammle jetzt den Schlauch nur noch ein. Ich bin jetzt hier gerade in die Sattelkammer gelaufen und schaut euch einfach diese unfassbar süße Katze an. Die ist ja einfach unfassbar goldig. Naja, jetzt bin ich nämlich noch kurz in den Stall gefahren, denn ich muss auch noch den Heusack von Gollum stopfen. Auch fast vergessen. Also ja, das mache ich jetzt nochmal eben. Das ist immer der schlimmste Teil von allem. Aber geschafft. Okay, der Heusack hängt. Ich kann nicht mehr. Ich bin wirklich fix und fertig. Die Aufnahme war übrigens schön aus der Tränke. Ist das nicht toll? Ich fahre, glaube ich, jetzt nach Hause. Denn dort muss ich noch ein bisschen aufräumen. Ja, was soll man sagen? Ich habe mich einfach schon wieder im Stall verquatscht. Mir passiert es leider viel zu oft, aber ich habe Michelle wieder gesehen, die krank war eine ganze Woche und jetzt habe ich sie endlich wieder gesehen und da muss man einfach ein bisschen reden und jetzt ist auch schon 3:30 Uhr, um 4 habe ich Theater wieder in der Stadt
Und da muss ich dann wieder hindüsen. Also wow, ich muss mich jetzt wirklich schon wieder beeilen, weil ich jede Woche einfach zu spät komme. Keine Ahnung, woran es liegt, aber gut. Ja, ich weiß nicht, ob ich euch da filmen kann, weil da eben noch andere Leute sind. Aber ich bin jetzt so seit einem halben Jahr in der Theatergruppe und mir macht das richtig, richtig viel Spaß. Also vielleicht seht ihr mich irgendwann auf einer Bühne stehen. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Also ist das jetzt so mein weiteres Hobby neben dem Malen noch und natürlich Reiten. So, zu Hause angekommen. Achtet bitte nicht auf den Hintergrund, auf die Unordnung. Ich werde mich jetzt schnell umziehen. Also so ist mein Outfit vorher und so ist mein Outfit nachher. Ich habe einfach wieder normale Sachen an. Die Unordnung muss ich hier später beseitigen. Jetzt fahre ich erstmal los, ziehe mir noch eben Schuhe an und dann ab geht's. Mittlerweile ist auch schon dunkel draußen geworden. Ich bin jetzt fertig mit meiner Theaterstunde. Es war richtig cool. Wir reden momentan viel über das Thema Haare, denn auch unser Theaterstück, was wir ja in ganz weiter Ferne aufführen, soll sich um das Thema Haare drehen. Und ich finde das ein ganz spannendes Thema. Jetzt zum Beispiel hatten wir heute die Aufgabe, wir haben einen Satz bekommen, oder eher gesagt zwei Sätze. Und damit sollen wir kreativ werden und uns ein Mini-Stück quasi ausdenken oder ein Mini-Sketch. Wenn eine Frau zum Friseur geht und sich die Haare schneidet, dann liegt eine Veränderung im Raum. Wenn ein Mann zum Friseur geht und sich die Haare schneidet, dann passiert gar nichts. Also dann schneidet er sich einfach normal die Haare. Und das finde ich ein ganz spannendes Thema. Ich habe einfach schon seit immer meine blonden, langen Haare. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr für eine Frisur auf dem Kopf tragt. Das würde mich sehr interessieren. Da ist meine Freundin Tassia. Sie ist gerade, isst vor allen Dingen, sie trinkt gerade ihre Rhabarberschorle. Und wir haben uns hier richtig leckeres Sushi bestellt. Das sieht einfach so unfassbar gut aus. Und ich habe noch eine Kirschschorle dazu. Schmeckt gut. Super. Jetzt haben wir uns noch so richtig leckeren Nachtisch bestellt. Oh, das sieht so gut aus. Wow. Also wir haben jetzt hier einmal Vanilleeis. Das werde ich jetzt kosten. Köstlich. Dann noch diesen Schokoladenkuchen. Schmeckt so gut. Wow. Und last but not least haben wir auch noch hier so Creme Brûlée. Richtig nice. Und mit Früchten. Das lassen wir uns ja schmecken. So, vom Essen wieder im Auto. Es war richtig, richtig lecker. Und jetzt düse ich erstmal ab nach Hause, denn da habe ich auch noch ein bisschen was zu erledigen. Aber ich bin wirklich sowas von voll. Ich liebe einfach Sushi. Und es war einfach schon wieder eine absolute Gönnung. Ich bin jetzt endlich wieder zu Hause und werde jetzt, habe ich mir jetzt gerade so spontan überlegt, diesen Kamin, der hinter mir ist, endlich mal streichen bzw. ansprühen. Ich habe mir nämlich vor, ich glaube 2 Wochen habe ich mir so ein Sprühzeug gekauft. Das ist extra für Kamine geeignet. Das muss halt eine Farbe sein, die warm werden kann. Genau, da habe ich mir so einen Sprühlack gekauft und irgendwie stört mich dieser Kamin einfach schon die ganze Zeit. Denn der war halt vorher rot. Dann hat Tom angefangen, den in diesem Anthrazit zu streichen. Dann haben Tom und ich aber gemerkt, dass es irgendwie total doof aussieht in diesem Ton. Und dann haben wir uns doch dafür entschieden, den schwarz zu streichen. Weil uns das Rot halt eben auch einfach gar nicht gefallen hat. Und ich denke, ich werde Tom damit einfach überraschen. Ihn dann später mal per FaceTime anrufen. Also das ist diese Farbe, die ich habe. Ofenrohrlack. Auf jeden Fall in schwarz. Ich denke, das ist auf jeden Fall gut. Das ist nämlich extra für Öfen. Das ist halt so ein Sprühding. Ich hoffe, das ist einigermaßen deckend. Aber hitzebeständig auf jeden Fall bis 650 Grad. Hört sich auf jeden Fall gut an. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass es reicht. Erstmal werde ich jetzt anfangen, das abzukleben. Und alles, was auf dem Kamin und drumherum steht, wegtun. Und dann bin ich sehr gespannt, ob das klappt. Jetzt erstmal so eine Malerfolie hingelegt. Tom hatte hier eigentlich schon fast alles so abgeklebt. Das ist eigentlich ganz cool. Und jetzt probiere ich das Ganze erstmal aus. Ich habe mir hier so ganz viel Folie hingelegt, damit das hier nicht auf die schöne Granitplatte geht, sondern dass es einfach hier auf die Blätter geht. Aber die Ränder und so, das hatte Tom alles schon mega gut abgeklebt. Und jetzt probiere ich einfach mal aus, hier drauf zu sprühen. Ich bin gespannt, ob das klappt. Vorgebraucht 3 Minuten gut schütteln. So, jetzt erstmal gründlich schütteln. Die Dose senkrecht halten und Abstand von 25 cm. Also 25 cm, so sind ja ungefähr, okay, das sind 5 cm, 10 15, 20, 25. Okay, 25 cm Abstand. Huch! Okay, das ist erstmal kilometerweit weggeflogen. Aber es hat geklappt. Jetzt kommt der Deckel hier einfach wieder drauf. Jetzt bin ich einmal gespannt, ob das klappt. Okay, jetzt seid ihr live beim ersten Sprüher dabei. Huch! Wow! Okay,
Es sieht gerade noch ein bisschen fleckig aus, aber vielleicht wird es ja noch. Oh, und es stinkt ein bisschen. So, was soll ich sagen? Die Sprühflasche ist leider leer. Das Ganze war echt eine kleine Sauerei. Also meine ganzen Finger sind jetzt komplett schwarz. Cooler wäre es gewesen, wenn man was zum Streichen gehabt hätte. Aber da gab es nichts anderes bei Tom, außer halt diesen Sprühlack. Also es hat in Ordnung geklappt, aber es war halt nicht so genau und es ist irgendwie ein bisschen so fleckig geworden. Bin nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Ergebnis, deshalb werde ich auf jeden Fall nicht Tom anrufen und ihm das zeigen. Ich versuche das noch irgendwie zu retten in der Woche, wo er jetzt nicht da ist. Irgendwann werden wir auf jeden Fall nochmal so eine Roomtour drehen und dann ist dieser Kamin hoffentlich wunderschön und in schwarz und sieht nicht mehr so aus, denn das geht einfach mal absolut gar nicht. Und jetzt, weil ich ja sturmfreie Bude habe, werde ich mir jetzt richtig lecker ein Eis gönnen und dazu Serie schauen. Das muss nämlich auch mal sein. Löffel, Eis, Serie an. Ah, ab geht's. So, das Eis habe ich jetzt aufgegessen, aber irgendwie fehlt mir jetzt so ein bisschen was Salziges. Und mich lächelt einfach die ganze Zeit dieses Süßigkeitenfach an. Denn wir haben nicht eine, sondern gleich tausende Packungen von Funny Frisch. Und da werde ich jetzt mir eine Packung schnappen. Die kleine nehme ich mal. Und die werde ich jetzt auch noch snacken. Ich bin hier gerade so ein bisschen auf dem Sofa versunken und schaue die ganze Zeit Serie. Ich schaue hier gerade so hin und dieser Schuh ist da einfach so hängen geblieben. Wie witzig ist das halt? Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich jetzt wirklich echt richtig müde bin und jetzt ins Bett gehen werde. Ja, es war ein sehr erfolgreicher Tag, aber irgendwie habe ich jetzt auch nicht allzu viel geschafft. Also irgendwie dachte ich mal vielleicht noch ein Bild und ich dachte vor allen Dingen auch, dass dieser Kamin schöner aussieht, als er jetzt gerade aussieht. Jetzt hat er einfach mal drei Farben. Ganz schlimm. Und jetzt würde ich sagen, zum Abschluss soll Tom euch noch mal ein paar Aufnahmen aus Dubai zeigen. Also ich verabschiede mich jetzt schon hier an dieser Stelle und dann ist das Video nicht ganz ohne Tom. Also bis dann, ihr Lieben. Tschüss, bis nächste Woche. Hello Friends, wir sind gelandet in Dubai. Es ist irgendwie in Deutschland 4 Uhr morgens, hier in Dubai ist es 6 Uhr morgens, 7 Uhr morgens, 3 Stunden Zeitverschiebung nach Deutschland. Und wir hoffen, dass wir jetzt noch ins Hotel einchecken können, weil wir sind müde. Wir haben im Flugzeug gefühlt gar nicht geschlafen, sind jetzt sehr müde. Wir sind endlich im Hotelzimmer angekommen. Wir haben 24 Stunden lang nicht geschlafen, nachdem Hella uns zum Bahnhof gebracht hat, weil wir ja so um 6 Uhr morgens oder sowas gelandet sind nach Dubai Zeit und dann nicht ins Hotel einchecken konnten und dann erstmal bis 12 Uhr noch hier in der Stadt rumlaufen mussten. Und da hinten sieht man übrigens das Hotel, das ist der Burj Al Arab. Da werden wir die nächsten Tage Fotos und Videos machen bei einer Veranstaltung, die hier auf dieser Helikopterlandeplattform stattfinden wird. Und bin auch sehr gespannt, wie Hellas Tag so war. Bestimmt mega langweilig, jedenfalls nicht so cool wie unser. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann bis nächste Woche. Ciao!